Hi Freunde und damit ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich werde euch heute ein neues Spiel vorstellen und zwar RimWorld. RimWorld ist ein Survival-Aufbausimulationsspiel. Ich werde euch in der heutigen Folge einige Tipps an die Hand geben, wie ihr am besten eure Kolonie startet, worauf ihr achten solltet, wie ihr am besten die Einstellungen am Anfang macht. Freut euch drauf, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich sag bis gleich. Ja, Freunde, wir starten direkt ins Gameplay. Am Anfang solltet ihr echt den Schwierigkeitsgrad auf niedrig einstellen, weil das Spiel ist unfassbar schwer. Es werden viele Sachen passieren, die ihr einfach nicht vorhersehen könnt. Dann habe ich hier immer die Mitte gewählt. Das sind so Geschichten, Kurzgeschichten, die könnt ihr euch durchlesen. Dann habe ich hier das zweite gewählt, friedlich, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe gedacht, ein bisschen schwer ist okay, das ist jetzt auf niedrig eingestellt, das nehmen wir mal und gehen dann hier auf Laden erlauben, das heißt, ihr habt vier Zwischenspeicher, Autospeicherzonen. Wenn ihr irgendeinen Fehler macht und irgendein Kolonist stirbt oder irgendwas passiert, dann könnt ihr auf eine Speicherzone davor springen und könnt diesen Fehler ausmerzen. Dann gehen wir mal auf Planetenabdeckung groß. Wir wollen einen riesigen, bewachsenen Planeten mit viel Landmasse haben. Die Temperatur können wir auf normal lassen. Niederschlag machen wir einen runter, weil ich Regen nicht so sehr mag. Und können jetzt die Welt generieren lassen. Zack, da ist er schon. Hier haben wir verschiedene Zonen. Wir haben einmal die Wüste, den Regenwald. Dann haben wir auch eiskalte Zonen, wo es bis minus 20 Grad wird. Dann haben wir Wüstenzonen, wo es so mindestens 26 Grad ist und viel heißer wird, auch mit Hitzeperioden und so weiter. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ihr müsst halt schauen, was liegt euch da am meisten. In der Wüste ist zum Beispiel der Nachteil, dass da wenig Bäume wachsen. Ihr werdet wenig Holz generieren. Und im Regenwald habt ihr halt viel Holz, aber wenig Ressourcen. In der Wüste sind mehr Erze. Man muss halt schauen. Wir werden jetzt einfach mal hier reingehen. Klicken irgendwas an. Jetzt sehen wir hier schon, dass wir uns hier relativ gut bewegen können. 4,0 ist der Wert von 6. Das heißt, dass das relativ eben ist, nicht so bergig. Wir haben hier 18,7 Grad. Die Durchschnittstemperatur oder beziehungsweise die Temperaturen sind von 10 Grad Celsius bis 28 Grad. Das Wachstum ist ganzjährig. Jetzt können wir auf der PlayStation noch in die detaillierte Ansicht gehen, wenn wir auf die Schaltfläche klicken. Dann sehen wir jetzt hier, unwegsam ist noch in Ordnung, noch im Rahmen. Dann sehen wir die Gesteinsarten, die sind sehr wichtig. Ich habe immer gerne Granit und Marmor zusammen an einem Fleckchen. Wir können nur diese grauen Felder hier auswählen, alles andere ist zu unwegsam. Schiefer und Marmor, Marmor und Granit. Das sieht doch gut aus, ist aber nicht grasbar. Also nichts für uns. Wir gehen mal einmal hier rüber, schauen uns an, wie sieht es hier aus. Hier ist es grasbar. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 28 Grad. Das ist in Ordnung. Marmor und Granit haben wir auch da. Das Gelände ist unwegsam, aber gut passierbar. Gehen wir nochmal zurück. Haben hier eine 4 als Wert. Das ist in Ordnung. Hier werden wir jetzt mal reinstarten. Jetzt haben wir hier unsere Kolonisten. Genau, bei den Kolonisten könnt ihr, wenn ihr auf der PlayStation mit dem rechten Stick einmal nach rechts rüber geht, seht ihr, was die für besondere Fähigkeiten haben. Hier haben wir einmal Fernkampf, Nahkampf und so weiter. Ihr müsst nicht diese Kolonisten nehmen, die hier sind. Am Anfang dachte ich immer, dass wir uns zwischen denen entscheiden müssen, die hier generiert wurden. Aber ihr könnt auf der PlayStation einfach den rechten Stick drücken und könnt das dann austauschen. Ihr bekommt dann neue Kolonisten, die andere Fähigkeiten haben. Was sehr wichtig ist, dass sie auf jeden Fall Fernkampf mit drin haben. Sie hat jetzt zum Beispiel Fernkampf und Konstruktion, weil wir auch Waffen verteilen werden und unsere Kolonie beschützen müssen. Genau, der ist nicht so gut. Jetzt müssen wir auf jeden Fall auf Kochen achten, weil ich habe es immer gerne etwas ausgewogen. Relativ guten Koch brauchen wir. Sie hat jetzt 4, 8. Okay, aber dafür Pazifist, also kann die Basis nicht verteidigen, das ist nicht so gut. So, hier haben wir 5 und 1. Wir gehen mal einen weiter, vielleicht kriegen wir hier einen guten Koch. So, 6 und 14, das ist natürlich fantastisch. Ein sehr guter Fernkämpfer, den werden wir uns auswählen.
So, jetzt haben wir hier einmal einen Konstrukteur, einen Fernkämpfer und jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen Arzt. Beziehungsweise irgendjemand, der mit Medizin gut was kann. Der hat sogar, weil Mediziner sind ganz oft Pazifisten, die lehnen also jegliche Gewalt ab. Den könnt ihr nicht mal eine Waffe geben. Hier haben wir aber Fernkampf 8. Wir haben Medizin 6, das ist in Ordnung. Sogar Kochen mit drin, sozial sehr verträglich. Das ist doch super, den werden wir uns nehmen. Und jetzt starten wir schon ins Spiel. Oh, hier sind wir da, jetzt kommen die Kryokapseln an. Wir pausieren das Ganze, beziehungsweise lassen die erstmal aufplöppen. Genau, jetzt pausieren wir das Ganze, weil jetzt können wir diese Materialien erstmal freigeben. So, jetzt pausieren wir das Ganze. Die Kapseln sind aufgeplöppt, jetzt können wir das hier freigeben. Das sollen die sie ja alles mitnehmen. So, 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 so. Wir können das auch alles auf einmal freigeben. Dann schauen wir uns an, die Kolonisten. Wir gehen einmal auf die Schaltfläche, beziehungsweise wählen auf Fadenkreuz einen Kolonisten aus, gehen dann auf die Schaltfläche. Jetzt haben wir hier detaillierte Informationen, Charakter, Bedürfnisse, Status und so weiter. Da gehen wir jetzt einmal hier drauf. Der hat Fernkampf 11, können auf der PlayStation jetzt auf R1 weitergehen. Unser bester Fernkämpfer ist Dems, der ist nämlich auch Soldat und der bekommt dann auch am Anfang die beste Fernwaffe, die soll er sich nehmen. Die gute Dame kann den Revolver haben und dann müssen wir noch irgendwo ein Messer haben. Das ist natürlich Nahkampf, aber wir werden auch noch Waffen im Spielverlauf generieren. Die werden sich jetzt die Waffen dann nehmen, wenn wir das Spiel freigeben. Jetzt schauen wir uns die Gegebenheiten an, schalten natürlich die ganzen Materialien hier auf einmal frei. Dazu kreisen wir die einmal ein, gehen auf der PlayStation dann auf Viereck, hier genauso. X gedrückt halten, einmal einkreisen und erlauben, denn das brauchen wir alles. Hier haben wir zum Beispiel schon mal Stahlteile und Konstruktionsteile kriegen wir da raus. Jetzt schauen wir uns mal die Gegebenheiten an, die wir hier haben. Schau mal, hier sind auch noch ein paar Überlebenspakete, die geben wir auch frei. Jetzt ist das folgendermaßen, wenn ihr zum Beispiel jetzt diese Struktur hier nutzen wollt als natürliche Wand und baut jetzt hier runter, zack, baut da eine Tür rein, denkt ihr, ihr seid safe? Nein, seid ihr nicht, denn die Karte endet hier nicht. Und zwar habt ihr ja gerade gesehen, dass auf der Weltkarte verschiedene Gebiete sind und hier wird garantiert ein Gebiet angrenzen, das heißt, Mörder und Diebe werden dann einfach hier durchmarschieren und werden in eurer Basis auf einmal stehen und dafür Chaos sorgen. Also auf keinen Fall hier irgendwie die schwarze Wand als sichere Wand ansehen. Was ich immer gerne mache, ist trotzdem diese Strukturen hier zu nutzen. Ich suche mir hier irgendwo was, wo ich halt wenig Mauern bauen muss. Zum Beispiel hier. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Weil ich baue mich hinterher gerne dann hier rein, weil ich richtig dicke natürliche Mauern habe. Was ihr dabei beachten müsst, ist, dass euer Kolonisten es hassen, wenn die Wände hier ungerade sind. Das heißt, wenn ihr einmal den Grundriss eurer Base hier ins Mauerwerk geschlagen habt oder beziehungsweise in die Struktur geschlagen habt, dann müsst ihr hier Mauern entlang bauen, gerade glatte Strukturen, weil eure Kolonisten werden das sonst nicht mögen und das wird die schlechte Laune bereiten. Auf der PlayStation könnt ihr zum Beispiel L2 drücken und könnt mit dem Fadenkreuz dann nach rechts gehen. Dann seht ihr, dass diese Mauer minus 1 auslöst und zwar jeder einzelne Punkt minus 1, minus 1, minus 1. Das summiert sich. Wenn die hier langlaufen, kriegen die einfach schlechte Laune. Also am besten, wenn der Grundriss gebaut ist, hier eine Mauer entlang ziehen, eine glatte Struktur aus Marmor oder das Material, was ihr möchtet, und fertig seid ihr. Dann ist das schon mal unser Gebiet der Wahl. Hier werden wir auf jeden Fall bauen. Hier müssen wir nur eine kleine Mauer reinziehen, dann sind wir schon safe. Das ist sehr schön. Genau. Dann habe ich eine Frage an euch. Habt ihr meinen Kanal schon abonniert? Denn dieses wird nur so eine Einsteigerfolge sein. Ich werde eine ganze Serie an Folgen drehen, wenn dieses Video gut angenommen wird. Also abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Denn ihr bekommt eine Benachrichtigung, wann ich neue Folgen hochlade und braucht dann nur draufklicken und seid sofort wieder an meiner Seite. Vielen Dank im Voraus und Daumen nach oben wäre auch schick und ein paar Kommentare, die werde ich immer sofort zeitnah beantworten. Fragen auch gerne an mich richten. So, dann fangen wir mal an und steigen direkt rein. Wir bauen als allererstes mal was. Und zwar auf der PlayStation L2 und Viereck. Dann haben wir hier dieses Menü. Hier können wir einige Sachen bauen. Da könnt ihr euch mal durchfuchsen.
Hier können wir Zonen errichten und so weiter. Wir werden aber als allererstes jetzt mal ein paar Sachen bauen. Zwar brauchen wir als erstes einen Steinmetztisch. Den können wir erstmal irgendwo frei platzieren, spielt keine Rolle. Das kann man hinterher nochmal ändern. Die kann man nochmal verschieben lassen. Genau, als nächstes bauen wir eine Küche, einen Herd. Und zwar nicht den elektrischen, sondern den Holzherd. So, und immer Stühle davor, weil das gibt Komfort. Die Leute fühlen sich einfach wohler. So, viele sagen jetzt, dass man diesen Nährstoffspender bauen sollte. Ich baue den nie. Könnt ihr selber machen, wie ihr wollt. Hier werden einfach pflanzliche Sachen zu so einer Paste zermatscht und die Bewohner mögen es eigentlich nicht. Es macht einfach schlechte Laune, aber es ernährt, sage ich jetzt mal. Ihr habt aber 30 Überlebenspakete. Ihr könnt da erstmal von zehren. Das reicht locker aus und ich baue halt direkt eine Küche und dann können die direkt vernünftig kochen. Das ist wesentlich, wesentlich einfacher. Dann als nächstes bauen wir noch einen Forschertisch. Das ist auch wichtig, dass ihr relativ schnell Sachen freischaltet. Hier haben wir diesen Labortisch. Den packen wir auch daneben. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Okay, warte, wir machen eben noch ein Stühlchen da rein. Zack. Bequemlichkeit muss sein. Jetzt kommt das Wichtigste, dass ihr am Anfang auf jeden Fall relativ schnell diese Betten baut. Drei Stück an der Zahl brauchen wir. Die können wir einfach mal hier reinpacken. Packen wir hier eins hin und vielleicht hier noch eins hin. Und die solltet ihr auch priorisieren, dass die Kolonisten die erste Nacht in dem Bett schlafen, weil ansonsten kriegen die richtig schlechte Laune. So, das würde dann erstmal fertig gebaut werden. Dann als nächstes, wir sind ja noch im Pausenmodus, gehen wir wieder auf L2 und drücken mal X. Dann können wir hier Arbeit zuweisen. Wir können das hier mit den Häkchen machen. Das ist aber am Anfang okay, aber im späteren Verlauf wird es schwierig. Wenn wir auf der PlayStation mit dem rechten Stick einmal nach rechts gehen, sehen wir ja auch Zahlenwerte. Und hier können wir jetzt ganz detailliert sagen, wie genau das priorisiert werden soll. Wir können hier auf R1 gehen, da können wir sofort mehrere gleichzeitig ändern. Auf Feuer solltet ihr mal alle, die es können, auf volle Lutsche machen. Patientenversorgung auch. Arzt brauchen wir nur einen. Und Bettruhe auch auf hohe Priorisierung, weil dann sind die ausgeschlafen, die gehen früh zu Bett und das ist in Ordnung. Hilfsarbeiten brauchen wir erstmal nicht. Die machen wir mal weg. Aufseher auch nicht, weil wir keinen Knast haben. Das ist Quatsch, das brauchen wir alles nicht. Das machen wir mal weg. Wenn wir später ein Gefängnis haben, macht das Sinn. Wir haben ein Tier, da können wir die drei lassen. Wir haben jetzt hier zwei gute Köche. Nehmen wir mal den hier als Koch. Und er kann dann von mir aus Jäger werden. Wir wollen das dann ein bisschen ausgewogen machen, damit die nicht so viele Sachen hintereinander machen und zu nichts kommen. Dann haben wir hier Bauen, das ist unser Bauingenieur. Feldarbeit kann er noch übernehmen. Bergbau von mir aus er. Schmieden haben wir am Anfang noch nicht. Schneidern haben wir am Anfang auch noch nicht. Dann Kunst, ja, brauchen wir nicht unbedingt am Anfang. Hinterher können wir Skulpturen bauen, die die Umgebung viel schöner wirken lassen. Das gefällt den Kolonisten. Ihr müsst die immer zufriedenstellen, sonst drehen die durch. Handwerk machen wir bei ihnen auf 1. Transport machen wir die beiden auf jeden Fall. Reinigung machen wieder alle. Und hier haben wir sogar zwei Forscher. Können wir auch zwei einstellen. Genau, dann haben wir das schon mal priorisiert. Das ist in Ordnung so. Das könnt ihr im Spielverlauf immer mal wieder anpassen. Gehen jetzt hier auf Play. Jetzt werden die relativ schnell hier hinlaufen. Stoppen das Ganze nochmal, denn jetzt werden wir hier Zonen errichten. Ganz wichtig. Wir gehen wieder auf L2, gehen auf Viereck und sagen jetzt hier sind verschiedene Zonen. Wir brauchen hier einmal eine Lagerzone. Die können wir zum Beispiel hier errichten. Zack, hier werden jetzt die Kolonisten die ganzen gesammelten Sachen reinpacken und was sie abbauen und so weiter. Hier erkläre ich euch einmal was. Und zwar, wenn ihr auf die Lagerzone geht und auf der PlayStation Dreieck drückt, könnt ihr hier sagen, was hier rein soll. Weil hinterher gibt es ein gekühltes Lager, wo ihr eure Lebensmittel lagern solltet und nicht in der prallen Sonne.
Und deswegen ist das ganz wichtig. Hier sage ich jetzt erstmal, ihr könnt hier alles reinpacken. Genau. Dann machen wir die nächste Zone. Hier haben wir eine Abfallzone. Da werden die ganzen Leichen und Knochen und so weiter hingepackt. Die können wir zum Beispiel hier hinpacken, relativ weit vom Lager weg, weil die Kolonisten nicht so gerne Leichen sehen. Also viele macht das dann schlechte Laune. Dann eine Anbauzone, sehr wichtig. Die können wir zum Beispiel irgendwo, wo es braun ist, hinbauen. Wir können die vielleicht auch hier in die Basis bauen. Zack. Dann haben wir hier eine Anbauzone, gehen dann auf Viereck da drauf, gehen hier auf Pflanzenart wählen und wählen als allererstes die Reispflanze. Die ist relativ schnell zu bauen, beziehungsweise wächst sehr schnell. Ihr habt relativ schnell dann Sachen am Start. Und statt dieser Pastenspender haben wir ja unsere Küche. Das heißt, hier wird dann sofort vernünftige Mahlzeiten gebaut. Dazu erkläre ich euch aber gleich mehr. So, jetzt lassen wir mal anfangen. Priorisierung auf die Betten legen. Können wir hier oben auswählen. Wenn die das Holz generiert haben, dass die zuerst die Betten bauen. Das wird jetzt hier schon reingepackt, weil die Betten müssen stehen. Die müssen die erste Nacht sofort darin schlafen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, hier haben wir noch genug Holz. Die flitzen jetzt hier das Holz holen. So, jetzt können wir auch sagen, weil uns das Material irgendwann ausgehen wird, wir müssen das eben mal freischalten. Habe ich gerade übersehen. Hier ist auch noch was zum Freischalten. Wenn uns das Material würde uns ausgehen, deswegen müssen wir auch immer sagen, was für Arbeiten die erledigen sollen. Wir gehen wieder bei der PlayStation auf L2, drücken jetzt hier einmal Viereck und sagen dann Befehle. Dann können wir hier auswählen, das soll abgebaut werden oder Holz gehackt werden. Und dann wählen wir uns hier, wo Bäume stehen. Wie gesagt, in der Wüste ist das echt rar. Wählen wir uns hier die Bäume aus. War hier noch einer drin? Nein. Und sagen einmal bitte fällen, wir brauchen Holz und das werden die dann im Laufe der Priorisierung machen. Das war keins. Da ist noch ein Baum. Da ist noch ein Baum oder eher ein Kaktus, aber der gibt auch Holz. So, dann können die auf jeden Fall Bäume fällen. Dann müssen wir sagen Marmor abbauen oder halt Granit. Was haben wir hier für eine Struktur? Einmal kurz drauf gucken, hier ist Marmor. Ja, hier ist Granit. Können wir auf jeden Fall das hier abbauen. Ich werde euch das einmal zeigen. Dann geht ihr hier auf die Spitzhacke einfach drauf und sagt hier einmal abbauen bitte. Das werden die dann machen. Wir haben ja auf jeden Fall noch Marmorblöcke liegen. Nee, das sind Sandbrocken. Okay. Dann werden die hier auf jeden Fall das abbauen. Ihr seht schon, hier wird das jetzt alles in meiner Lagerzone hingepackt. Da haben die auf jeden Fall kürzere Wege. Was wichtig ist, ist, dass das Bett jetzt endlich mal fertiggestellt wird hier, gute Frau. So, die wird jetzt das Bett fertig bauen, weil ich das priorisiert habe. Jetzt werden wir einmal langsam machen und ich werde euch die einzelnen Tische hier erklären. Das ist ganz wichtig, denn ihr müsst da drauf gehen, drückt auf der PlayStation ein Dreieck und könnt dann Aufgaben hinzufügen. Wenn ihr das nicht macht, dann werden die diese Tische absolut nicht nutzen. Einfache Mahlzeiten. Jetzt können wir hier auswählen, wie viel wir davon generieren wollen. Da solltet ihr aber am Anfang, weil wir halt unendlich Mahlzeiten brauchen, einfach auf R1 gehen und können jetzt hier unendlich machen. Das heißt, er wird unendlich viele Mahlzeiten bauen, so viel Material wie er hat und das ist auch gut so. Das gleiche machen wir hier auf dem Steinmetztisch. Wir sagen Aufgabe hinzufügen. Ich hätte gern Granitblöcke, weil wir da unsere Mauern rausbauen. Auf keinen Fall aus Holz bauen, weil Holz hat die doofe Eigenschaft, dass es brennt und eure Basis wird euch komplett abbrennen. Das ist nicht so geil, sage ich euch. Wenn ihr da 5 Stunden Lebenszeit investiert habt und dann bricht ein Feuer aus. Hier machen wir jetzt 10 Stück. Das wird er dann gleich anfangen und hier können wir Forschungen sagen. Dafür müssen wir einfach auf L2 gehen bei der PlayStation und dann auf Dreieck. Dann haben wir hier einen Forscherbaum. Können sagen, was wir hier erforschen sollen. Am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, diese Batterie hier freizuschalten. Das ist eigentlich fast das Wichtigste, weil wenn wir hinterher mit Strom arbeiten, dann brauchen wir Batterien wie Sand am Meer, um das speichern zu können, weil nachts halt nicht so viel Strom fließt, weil wir auch viel mit Solaranlagen arbeiten und so weiter oder Windanlagen, da ist mal Windstille und dann bricht euch das Stromnetz zusammen und dann habt ihr auf jeden Fall einen Puffer, wenn ihr Batterien habt. Sehr, sehr wichtig.
So, das Bett ist jetzt fertig, der Forschertisch ist auch fertig. Jetzt haben wir das alles priorisiert. Das Feld wurde auch schon angelegt, also läuft alles. Jetzt können wir auch sagen, genau, fangen wir an, hier abzubauen. So, jetzt haben wir das Material drin. Jetzt können wir unsere Mauern errichten, um uns etwas zu schützen. Dafür gehen wir wieder ins Baumenü, gehen hier auf Strukturen, wählen das aus. Diese Wand ist am Anfang standardmäßig aus Holz. Wenn wir den rechten Stick drücken auf der PlayStation, können wir andere Materialien wählen. Wir wählen unser geliebtes Granit, ziehen dann hier jetzt mal eine Mauer, lassen ein Feld frei, um da eine Tür einzubauen. Die könnt ihr auch auf Stick. Auf dem rechten Stick auswählen, dass die aus Granit sein soll, die Tür, weil eine Wand aus Granit, eine Tür aus Holz macht keinen Sinn, weil die ist dann auch leicht zu knacken wieder. Dann wird die jetzt gleich anfangen, diese Strukturen zu bauen, wenn die genug Blöcke hat. Dann haben wir das schon mal safe. Wenn alles zu ist und ihr keine Lücke mehr habt, fangen wir auch an, dann ein Dach zu bauen. Hier ist relativ groß, haben wir gebaut, deswegen werde ich da mal eine Säule zwischenbauen. Packen wir mittig rein. Zack. Genau. Dann werden wir das Ganze jetzt fertig bauen. Ich werde das einmal schneiden, damit ihr das relativ zeitnah seht. Jetzt haben wir ja einen Besucher bekommen. Wir können ihn mal eben anquatschen. Es wird ein Händler sein. Zack. Hier haben wir das Handelsmenü. Hier können wir Sachen auswählen, die wir verkaufen wollen. Die hellen Sachen sind die, die er haben möchte. Dann hat er hier immer Waren anzubieten, sogar ein Sturmgewehr am Anfang, das könnten wir uns sogar kaufen. Werden wir aber jetzt nicht tun. Wie gesagt, ich werde diese Base ja nicht weiterspielen, das ist nur um euch das zu zeigen. Hier könnt ihr dann verschiedene Sachen kaufen. Ihr geht einfach auf X drauf und wählt dann aus, wie viele ihr haben wollt. Wir machen das jetzt mal hier 4 gegen 4 oder gegen 3 gegen 4. Jetzt haben wir minus 24 und können den Wert jetzt verringern, wenn wir ihn zum Beispiel das hier anbieten. Jetzt sind wir schon wieder im Plus. Also ganz einfach gemacht, ein einfaches Händlermenü. Unsere Kolonisten schlafen jetzt, wir werden noch die Mauer fertig bauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Ich würde noch mehr Videos davon drehen, wenn ich merke, dass euch das Video gefällt. Einfach einen Daumen nach oben zeigen. Wenn ich da genug Daumen sehe, werde ich auf jeden Fall mehr Videos davon produzieren. So, ein verrückter Lego-Ahn. Wir pausieren das Ganze. Das sind nämlich diese Sachen, die halt permanent passieren können. Wenn wir jetzt auch den Leguan sehen wollen, drücken wir auf der PlayStation R1. Hier haben wir unsere ganzen Mitteilungen. Gehen auf den verrückten Leguan, springen zu dem Ort, wo er ist. Oh, der ist schon in der Basis. Dann werden wir jetzt das erste Mal hier sofort reagieren. Wir gehen oben auf unsere Kolonisten, drücken jetzt Dreieck und versetzen sie in Kampfbereitschaft. So, wir haben die Waffen ja schon zum Glück ausgerüstet. Die sind jetzt alle in Kampfbereitschaft. Können jetzt hier einen auswählen und können sagen, auf Viereck angreifen. Wählen den nächsten Kolonisten oben aus, sagen auf Viereck angreifen und den nächsten dasselbe. Die werden jetzt auf den Leguan draufgehen, werden den angreifen und dann ist die Sache relativ schnell erledigt. Hoffentlich kriegt er keinen Schaden. Ich glaube, das war es schon für den Lego an. Das hat ja sehr gut geklappt. Jetzt können wir, die werden jetzt nichts mehr tun. Ihr müsst auf der PlayStation jetzt L2 drücken. Und dann müsst ihr Kreis drücken. Dann könnt ihr diese Bereitschaft wieder wegmachen, diese Kriegsbereitschaft. Und die werden dann weiterbauen. Wir werden mal eben kurz die Mauer hier fertig bauen. Beziehungsweise die Tür. Dann werdet ihr sehen, dass ein Dach errichtet wird. Und dann seid ihr safe. Dann habt ihr erstmal eine Base errichtet. Dieses Video mache ich relativ kurz. Das sind jetzt nur erstmal so ein paar Anfängertipps. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt und abonniert meinen Kanal, um keins mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mit am Start wart und ich sag Adios, amigos.